ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Krebsvideo für den August. Diese Karte heißt, sie geht. Was mache ich denn hier? Ja, das zeigt eigentlich, dass hier jemand eine Situation verlässt und eigentlich einer schöneren, lichtvolleren Situation entgegengeht. Ja, da bin ich wirklich mal gespannt. Fürs weitere Reading verwende ich die Lennemore-Karten von der Angelina Schulze, Lennemore Licht und Schatten. Der Sarg. Mit dem Sarg geht es immer darum, dass etwas zum Ende kommt. Sehr spannend. Also ich gebe euch immer einen kurzen Hinweis jetzt zu jeder Karte, die fällt, und nachher erkläre ich das im Zusammenhang. Einfach auch, weil das ein allgemeines Reading ist und ja, wenn ich kann halt nur für die grobe Masse deuten und nicht auf jeden Einzelnen eingehen. Und so kannst du selbst das Reading mitverfolgen und vielleicht an deine Situation anpassen, falls sie nicht dabei ist. So. Der Mond. Der Mond ist eine Erfolgskarte. Und er steht auch für tiefe Gefühle, für sehr positive Gefühle. Also eine wundervolle Karte. Dann haben wir den Schlüssel. Der Schlüssel ist ja dieser klassische Türöffner, Türschließer. Und er zeigt immer neue Möglichkeiten an. Also es öffnet sich eine Türe für dich. Der Bär. Der Bär ist oftmals ein Hinweis auf die Vergangenheit. Er kann zum Beispiel auch für eine Person aus der Vergangenheit stehen. Er kann für eine wichtige Person stehen. Ja, er kann manchmal aber auch einfach nur für Stärke und Kraft und Durchsetzung stehen. Dann haben wir die Ringe. Die Ringe zeigen oftmals Verbindungen an. Sie können Verträge anzeigen, Verpflichtungen, Regeln, aber auch Alltagsroutinen. Na, da hat sich jetzt eine gedreht und das ist der Reiter. Mit dem Reiter kommt oftmals sehr schnell etwas in Bewegung. Das können Nachrichten sein, es können aber auch Gedanken sein. Es kann sich auch um Materielles handeln, wie zum Beispiel um Fahrzeuge. Ja, schauen wir mal weiter. Da haben wir die Fische und die Sonne. Das ist ja wundervoll. Also die Fische stehen eben auch wie der Mond für Gefühle, für tiefe Gefühle. Sie können auch fürs Geld stehen und die Sonne ist absolut die beste Karte aus diesem Deck. Sie zeigt immer etwas Positives an und auch Erfolg. Schauen wir mal, was die Karten noch zu sagen haben. Eine Karte bitte für meine Krebse. Eine Karte bitte. Jetzt wird's sparsam. Okay, da ist sie. Da haben wir noch den Berg. Ja, der Berg zeigt in der Regel eine Blockade an, eine herausfordernde Situation, ein Hindernis, was es noch zu überwinden gilt. Und die Outcome-Karte ist der Turm. Der Turm steht oftmals für das Single-Dasein. Er kann aber auch dafür stehen, dass man einfach eigenständig etwas tut.
Ja, für die meisten von euch, denke ich, wird sich's um eine Beziehungsgeschichte handeln. Lieber Krebs, falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du das jetzt gerne tun. Ein Abo ist für dich völlig kostenlos und unverbindlich. Und wenn du nebendran noch auf die Glocke drückst, bekommst du jedes Mal einen Bescheid, sobald ich ein Video hochlade. Das heißt, du kannst auch keins mehr verpassen. Und ich freue mich natürlich immer über ein Like, falls dir dieses Reading etwas bringt und dir gefällt. Und natürlich auch jeder Kommentar, weil das ist ein Allgemein-Reading. Und ich kann nur die allgemeinen Energien deuten. Das würde sonst komplett den Rahmen sprengen. Ja, dann fange ich mal an. Wie ich schon erwähnt habe, es geht hier darum, für dich eine Situation zu verlassen, um zu einer schöneren Situation zu gelangen. Du hast hier eigentlich positive Aussichten. Ja, du verlässt hier dieses Graue und gehst hier über das Grüne in Richtung Licht. Das sieht sehr schön aus. Du hast alles dabei, was du wirklich benötigst. Und die Situation im August ist das hier, was in Bewegung kommt. Für den einen oder anderen ist es tatsächlich auch so, dass hier einfach eine Nachricht euch erreicht. Für einige von euch ist es so, dass es ja, dass es auch hauptsächlich eure Gedanken dieser Auslöser sind. Der sagt, also jetzt ist es Zeit zu gehen. Ja, was habt ihr so in den Gedanken? Da seht ihr einfach ein Ende von einer Situation. Das mag für den einen oder anderen sich erstmal gar nicht so toll anfühlen. Ich sehe hier aber auch den Mond. Und der Mond steht ja dafür, dass es euch mit dieser Situation besser geht. Dass es für euch erfolgreicher sein wird. Dass eure Gefühle besser sind. Es ist eigentlich eher schon ein Grund zum Feiern zu gehen. Ja, der Schlüssel hier, der zeigt auch ganz klar, du sollst dir selbst neue Möglichkeiten schaffen. Du sollst dir selbst diese Türe öffnen, beziehungsweise wenn sich dir neue Möglichkeiten bieten, dann nimm sie an. Ja, was bringt die nahe Zukunft? Da sehe ich hier Vereinbarungen, Verpflichtungen, eventuell auch Verträge. Es könnte jetzt zum Beispiel für den einen oder anderen bekomme ich hier einen Mietvertrag rein. Ich sehe mit der Sonne hier den Erfolg. Ich sehe für euch auch Gefühle. Es wird aber erstmal alles so. Ja, erst noch ein bisschen blockiert. Ihr werdet ausgebremst. Mit, ja, also dieser Erfolg, den ihr zuerst mal so verspürt, dieser Auftrieb, den ihr hier bekommt, das wird so ein bisschen ausgebremst und ein bisschen blockiert, weil ihr einfach hier noch Herausforderungen zu bewältigen habt. Es sind Herausforderungen, die eure Eigenständigkeit betreffen, euer Single-Sein, euer sich zurückziehen auch. Ja, schauen wir doch mal hier noch, was da im Dunkeln liegt. Das ist der Bereich, der im Dunkeln liegt, den ihr noch nicht einsehen könnt. Und das deutet für viele
von euch darauf hin, dass hier noch jemand aus der Vergangenheit auftauchen wird in eurem Leben. Für andere bedeutet es, dass ein Fachmann für euch wichtig wird, der euch hier weiterhilft. Und ja, für die meisten von euch sehe ich einfach, dass hier in dieser Situation mit dem Berg ist einfach nochmal euer Mut gefragt. Da müsst ihr nochmal für euch einstehen. Also erstmal fühlt sich's gut an und dann kommt die Situation, da wird's schwierig. Und da müsst ihr nochmal für euch einstehen. Da braucht ihr nochmal Kraft und Mut, um wirklich hier hinzukommen, damit ihr wieder strahlen könnt, damit ihr eigenständig strahlen könnt. Ja, jetzt schauen wir mal, gibt es denn da noch irgendein Rat für euch? Na? Betrachte es durch die allumfassende Liebe. Das ist sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Ja. Lieber Krebs, ich denke, dass du zur gegebenen Zeit mit dieser Aussage etwas anfangen kannst. Und spätestens denke ich hier, wenn du hier ausgebremst wirst nochmal und nochmal etwas bewältigen musst, wenn da nochmal eine Herausforderung auf dich zukommt, wo du einfach nochmal für dich einstehen musst, wo du nochmal deinen Mut gebrauchen musst und dich durchsetzen musst, dann denke ich, wirst du das alles nochmal durch diese allumfassende Liebe betrachten müssen. Und auch erkennen, dass hier eigentlich nichts gegen dich läuft, sondern dass hier etwas für dich läuft. Lieber Krebs, ich wünsche dir alles Gute. Wenn dir das Reading was gebracht hat, dann lass mir gerne ein Like da, gerne auch einen Kommentar. Komm gut durch den August und bis bald.